Danke, danke, danke für den super April, möchte ich einfach mal gesagt haben an meine Kunden, an die Cosplayer 55 plus und vor allem den Cosplayer 30 plus, die mich so herzlich aufgenommen haben. So, wir sind bei Star Wars Story, wir sind bei der Star Wars Show, wir sind bei der Star Wars Community Wohnzimmer. Ich freue mich tierisch, dass ich einmal Japan, Italien und meine einer Deutsch und jetzt fehlt halt noch irgendwie British. Also ich würde mich freuen, wenn noch einer sich dazu gesellen würde, der halt einen Hintergrund British hätte. Weil wir sind international, wir mögen uns, wir mögen die Vielfalt von Star Wars, wir mögen es. Es muss was Wunderbares sein, ein Star Wars Fan zu sein. Ja, so ungefähr. Ja, hier in der Hochburg, hier wo halt das an sich beruflich gemacht wird, jetzt reinspringen in die sogenannte Einfachheit, sind sehr viele, die Film, Foto und Produktion und Hintergründe nicht kennen, auch keine Schauspieler sind. Noch sind es leise Töne. Ob Marcel, ich muss also immer die Namensschilder hier liegen haben. Ich mache ja immer diese Improvisationsclips, wenn ein Kunde reinkommt und ich unterbreche. Also nur der April ist gegangen und okay, ich habe die Namensschilder jetzt hier nicht liegen, aber Yashi, du weißt Bescheid. Ich werde alle mal wieder aufschreiben. Es ist Mai, ihr merkt, ich habe aufgeräumt, der April ist vorbei. Der April ist Geschichte und hat E8 gebracht und viel Ärger, viel Disput. Nicht jeder war konform mit Star Wars, haben wir ja auch gemerkt, dass in den letzten Stunden des Aprils Marvel, wir gratulieren Marvel, Star Wars abgelöst hat. Gut, mein Herz schlägt für Science Fiction. Ob das nun Perioden war, ob das Orion war, Orville jetzt, Discovery jetzt, Star Wars, Kampfstern Galactica, Enterprise, also Star Wars, Sci-Fi, Science Fiction in allen Variationen, auch die Science Fiction Filme bei Netflix als Serie, die ich mir angesehen habe und auch gerne angesehen habe. Ich sammle halt auch sehr viel Science Fiction. An sich bin ich ein Filmsammler, weil ich das nun mal beruflich brauche. Sehen, wie drehen andere Filme, wie ist die Perspektive des Films, wie ist der Film angelegt, zieht er sich wirklich durch, ist das eine reine Dramaturgie und hat man wirklich Lust, diesen zu sehen. Und da es hier eine elektronische, eine Industrie 4.0 ist, muss ich halt mal eben unterbrechen. Ihr kennt das ja schon, ich mache dann weiter. Ich möchte mich wirklich heute mal bei euch ganz herzlich bedanken mit einem Video und einem Special und wie gesagt einen neuen Start in den Mai. Und ich hoffe, der wird genauso gut wie der April. Aber der April war unschlagbar, der war schon tausendmal besser wie der April im Jahr 2017, wo E7 zu sehen war und vor allen Dingen Rogue One. So, also es hat sie sich schon gesteigert. Nur jetzt gehe ich eben an die Elektronik, weil Kunden haben Vorrang. So, Kunden haben Vorrang, ist klar. Deren Wünsche sind zuerst, dann kommen unsere Wünsche und ganz zum Schluss meine eigenen. Ich nenne mich ab sofort AHA Solo, weil Solo bin ich schon sehr lange, aber AWH Solo, das hört sich irgendwie an, weil es stimmt. Outlaw, Outsider, lebt in seinem Reich und ist glücklich dabei, sonst würde er solche Videos nicht machen. Also mir ist aufgefallen, umso schräger ich was mache, ich hatte mal so ein Wohnzimmer mit E8 und so gemacht und stellte nachher fest, dass die Kamera mit dem Monitor nicht so konform und dann sah das so wüst aus, so geklaut aus, so. Ne? Aber fand ich toll, dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann hatte ich auch sofort innerhalb von Sekunden weit über 200 Klicks und ganz böse Anmache, dass ich doch und so weiter und so fort. Und ja, ist halt so. Die Hasser sind halt die neue Generation Hass. Die Antifa rettet Deutschland und nicht die Mama 48 damals beim Steinchen bauen, Deutschland aufbauen, nein, die Antifa ist das jetzt. Also ist reichlich komisch da draußen, ist so eine Welt von Marvel, so eine Welt von Disney, ist schon da draußen fast. Jeder ist ja auf irgendeine Art eine Mickey Maus und hat da irgendwas zu erzählen, wird mehr Donald Duck mäßig. Ja, ich habe gerade erst angefangen hier, habe noch keinen Kaffee getrunken.
dann schmier mich nochmal ein. Es muss was Wunderbares sein, ein Fan zu sein. So, zack, ein bisschen die Stimme ölen hier. So, ich bin nur der Moderator und hoffe, dass ich drei noch dazu bekomme. Zwei sind schon da, wie gesagt, Marco und Yoshi. Und einmal Japan, einmal Italien, Deutschland. Jetzt würde ich mich freuen, wenn noch ein Brite dazu käme. Er sollte natürlich in Deutschland leben und sollte nur nachweisen, dass er halt britischer Herkunft ist. So richtig deutsch bin ich auch nicht, komme an sich aus Australien, aber lebe seit meinem 6. Monat hier in Deutschland, also bin ich Deutscher. Ich habe auch italienische Leute, die leben aber auch in Deutschland und sind für mich Deutsche. So, nur Japan hat sich jetzt verdeutscht, ist stolz, ein Deutscher zu sein jetzt, hat diesen japanischen Ausweis eingetauscht und der andere ist halt auch deutsch, aber aus Italien. So, wir haben also Italien, Japan und Deutschland, jetzt fehlt halt noch Britannia, also British. Da sind wir auch beim Kern. Britische Leute machen momentan Star Wars. In Britannia, also in England selbst, wird das gedreht oder wurde es gedreht. Wo neun gedreht wird, wissen wir noch nicht. Die sind gerade dabei. J.J. Abrams hat gerade schon die Glocke geläutet. Ist also am Set und macht schon mal alles, macht also schon mal Vorbereitungen und fängt dann in 4 Wochen an. Sucht doch zwei Frauen zwischen 18 und 24, die eine dominante Rolle spielen sollen. Da kam so ein Fauxpas wie Mara. Und, ihr wisst, also darauf werde ich nicht eingehen. Die Sendung soll die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit sein wird. Deswegen entstehen dann auch keine Spoilers, weil das ist ja die Wahrheit. Wir werden also jeden einzelnen Film auseinandernehmen. Ja? Deswegen so eine Art Wohnzimmer, aber so eine Art Quartett. Ja? Wie die Bücher. Reichsranitzky hat die Bücher auseinandergenommen. Ne? Es wird zwar kein Reichsranitzky da sein, der was machen wird, aber es werden so Leute sein, die aus ihrer eigenen Emotion raus den Film, den sie mögen, verteidigen werden. So, wie Marcel da war, 9 Jahre, na okay, ist er 12, aber der war schon mal da mit 9 und jetzt mit 12 war er da, vor laufender Kamera und vor 9 war er noch etwas, ne, so, jetzt ist schon ein bisschen differenzierter das Ganze. Ja, also hier kann jeder Platz nehmen, mitmachen, das sind dann die Mini-Clips, die ich hier so zwischendurch mache. Ich bedanke mich heute total recht herzlich für den super April, der war gigantisch, hier waren so viele Begeisterte, ja, und es waren auch sehr viele Begeisterte, da muss ich mich jetzt als Firma bedanken, dass die da so viel Geld gegeben haben, dass die Ware halt mehr wert ist, habe ich auch verstanden, ja, aber ich bin Händler und ich gebe was ab und wenn ihr damit viel Geld erzielen könnt, weil ihr Star Wars als Börse seht, ihr seht Star Wars als Geldquelle, ihr seht als Altersruhe, keine Ahnung, ich habe hier welche gehabt, die wollten mir für 3.500 Puppen verkaufen, Püppchen, so sag ich mal. Dann habe ich nein gesagt, ich kaufe sowas nicht an, weil ich kann es ja nicht verkaufen und wenn unter Wert. Also ich gebe ihm 3.500 Euro, weil er hat ein Kind bekommen, er ist Vater geworden und dann ist das Geld knapp, also löst man Star Wars auf. Ob er es geschafft hat, weiß ich nicht. Er wollte es. Er wollte also für 3.500 Euro mir Star Wars hier verkaufen. Lose Ware, wunderbar aufgelistet, war ja auch alles schön und gut. Ich kenne ja meine Kollegen in München-Gladbach, der Thomas, der sein Galaxy dort hat jetzt. Auch Schwerpunkt Star Wars. Ein AT-AT in 1:4 da stehen hat in einem ehemaligen Schwimmbad. Er will auch das verkaufen. Ja, wer gutes Geld mitbringt, kann es auch mitnehmen. Auch den AT könnte er mitnehmen, wenn er gutes Geld mitbringen würde. Aber wo soll ich hier einen AT von 1:4 hinstellen? Gut, ich habe große Räume hier, ich könnte ihn hier hinstellen, aber meine Kunden hätten dann tierisch Angst. Ist halt so. Ich würde meistens dann da oben sitzen und hier runter gucken, ja, würde eine Treppe einbauen, da rein und da wieder raus. So, die Sendung Star Wars Community Wohnzimmer kam sofort gut an. Meiner einer freut sich schon, wenn ein fester Zuschauer da ist. Ich lüge nun mal nicht, ich kriege jeden Tag einen Antrag von Facebook, von YouTube, wenn du so und so viel Euros bezahlst, schalten wir zu, also kriegst sofort 75.000 Klicks und wir werden alle ansteuern. So. Ich will aber meine Filme hier nicht verkaufen,
Ich möchte Spaß haben, deswegen mache ich diese Videoclips, auch manchmal schräge, damit ihr Spaß habt und über mich hierher ziehen könnt. Dafür stelle ich mich ja dann auch zur Verfügung. Dann mache ich irgendein Slapstick da, so wie jetzt wieder hier. Es muss was Wunderbares sein, ein Star Wars Fan zu sein. Oder überhaupt ein Fan zu sein. Irgendwann lasse ich mir sicherlich einfallen, dass ihr Spaß habt, ja, diese Videos zu sehen. Dass ihr Spaß habt, selber mitzumachen. Vor allen Dingen selber mitzumachen. Und eine tolle Community auch real aufbauen. Sind jetzt, wie gesagt, schon drei. Real sind noch ein paar andere dabei, aber die kommen jetzt nicht so, weil die momentan involviert sind. Sind aber fast insgesamt 10. 10 sind schon insgesamt da. Viele Wiederverkäufer, die jetzt nicht vor die Kamera wollen, sondern sich erhoffen, dass sie eine günstige Sache bekommen. Ich habe schon einige Anrufe gehabt, ob ich jetzt auch Marvel machen würde. Ich sehe das jetzt hier nicht als Verkaufstrailer, ich sehe das jetzt hier auch nicht als Verkaufswohnungszimmer, wo ich meine Ware anpreise. Nee, der Faktor 95% ist Spaß. Diese 0,05% können wir mal über Ware sprechen, ist ja kein Thema. Aber ich will Spaß haben. Spaß haben und mit Marco und Yoshi, das hat sehr viel Spaß gemacht, macht immer noch Spaß. Und wird auch sicherlich Spaß machen, wenn man sich auch nur einmal im Monat sieht und einmal im Monat so richtig kräftig was macht. Und das Ergebnis seht ihr ja dann. Und mit diesem Ergebnis könnt ihr dann arbeiten und uns dann sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr das oder jenes mal macht oder über das und das mal sprecht. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr jetzt Fans vom Star Wars Community Wohnzimmer würdet. Ja, von dieser Sendung. Wenn ihr jetzt auch Fans würdet von dieser Sendung und diese Sendung euch anschaut, den AWA Solo auch akzeptiert und die anderen, die sich ihre Namen sicherlich noch aussuchen werden, vielleicht machen wir kostümiert die gesamte Sache, vielleicht werden wir auch zu richtigen Cosplayer, vielleicht werden wir auch nur über Cosplay reden. Wer weiß, also wir können in dieser Sendung alles machen. Wir können über die Cosplay-Sachen reden, ja, das ist auch der aus Nürnberg und die Gruppe 30 Plus und die Gruppe aus Dortmund und könnte man. Ich habe die DC-Leute, die Marvel-Leute, die sind ja alle da, also hier ist eine Menge. Bis jetzt waren es Auftragsarbeiten und dadurch entwickelt sich das. Also ich habe so viele Auftragsarbeiten für DC, für Marvel. Da habe ich gesagt, weißt du was, dann mache ich auch was. Und da habe ich, okay, DC und Marvel, die haben ja den Fokus, die wollen da was verkaufen. Ja? Die wollen also Bilder verkaufen, Rahmen verkaufen, also Figuren verkaufen. Also deswegen müssen die Videoclips ganz anders gemacht werden und vermarktet werden und auch neu vertont werden, weil die könnt ihr bei YouTube und so weiter sehen, die bieten das an. Ich habe dann auch sehr viele Tabletop, die haben mich also auch schon, da war ich auch schon dran, soll ich nicht. Ich gehöre ja auch zu Games Shop hier. Games Workshop, das sind alles so Sachen, auch dem anderen Game Shop für Spiele. Ja, aber das ist Verkauf und da wird ja, also die Industrie, die dafür zuständig ist, Kings of Virgin Soft und EA Sports und alle, die machen das ja jetzt schon, weil die durften 1995, da haben die uns, und 1979 haben die uns erst recht, weil die das noch nicht kann, das war Spaß, komm, lass uns mal machen. Und nachher haben die geguckt, Bit and Byte, wow, ein Milliardär, ein Millionär und so weiter. Und ein Billionär sogar. So, und ich hatte meinen Spaß damit und die hatten ihr Vermögen dadurch. Ich habe natürlich auch gut verdient, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber nach der CeBIT 95 kam das Ganze und Star Wars nach 99 und seitdem haben wir alles. Die Frage lautet nur, habt ihr wirklich Lust, auf Star Wars Community Wohnzimmer richtig mitzumachen, Spaß zu haben, Themen zu erarbeiten und so weiter, Freundschaften zu bilden, gemeinsam ins Kino zu gehen, gemeinsam dann essen zu gehen, gemeinsam dann über diesen Film zu sinnen, zu sprechen, die Charaktere schwach, schwächer, besser, am besten und so. Captain America war ja in Ordnung, braucht man an sich nur den Hulk. Wie hat sich die Schwarze Witwe
wie hat sich Flash benommen, The Legends, wie haben die sich benommen und so weiter, oder Marvel of Shield, wie war die Serie, lohnt es sich, die weiterzuschauen, die Entwicklung und so weiter. Abgelöst wird ja alles im Jahre 2020, wenn Disney mit seinem eigenen Fernseher, beziehungsweise mit seiner eigenen Fernsehserie, mit seinem eigenen Stream-Kanal über Fox kommt. Ich vermisse immer noch den Vorspann von Fox, das THX, das, ne, ja. Okay, es muss was Wunderschönes sein. Ich bedanke mich total richtig für den super schönen April. Der Mai startet ein bisschen ruhiger, wie ich merke. Und kann sein, dass sich dann auch ruhig verabschiedet. Kann sein. Ich wiederum fand es toll, mit euch auch kennengelernt zu haben. Und es war eine Symbiose da. Es war so. Und der April, wie gesagt, geht jetzt in die Annalen ein. Der kriegt halt auch so einen goldenen Wappen. Der April war super. An alle Kunden, die das hier durch Zufall nochmal sehen sollten, ich kümmere mich darum, dass wieder Ware eintrudelt, die ihr dann auch haben möchtet. Ich achte natürlich darauf, was ihr haben möchtet. Ich meine, das Maul, die ganzen Sis. Und ich als derjenige Konsument, der sich das wirklich anschaut, der sich jetzt das Battlefront wirklich angeschaut hat. Hallo, zwei Morgen. Cuts haben wir schon für die Laudatio April. Herzlichen Dank. Bedanke mich für den superschönen April, für den Besuch. Okay, auch die hier wirklich kräftig eingekauft haben, muss ich mich bedanken. Das war ja ein Vermögen, die da umgesetzt wurden, weil die Figuren manche sind nicht billig. Und Dankeschön. Sind jetzt weg. Zusätzlich kaufen kann ich sie nicht, weil die sind explodiert. Ja, die Preise. Ich sehe das Schmunzeln schon. ja, ich weiß. Ich habe mir das auch, wie gesagt, mehr als einmal anhören müssen. Ne? Ja, da ist es auch schon. Ich habe ja gefragt und dann auch noch so alt. Ist Star Wars zu alt geworden? Ich habe auch eine Frage heute gestellt. So. Marvel vereint zig Helden unter diesen einen Film und kann somit viel mehr Menschen erreichen als Star Wars. Bedeutet nicht, dass Star Wars schlechter ist, aber einfach auf eine kleinere Zielgruppe ausgerichtet bleibt. Das war eine Antwort von Daniel Geisinger. Mein Beitrag, wie gesagt, lautete in der Community, ich kann mal eben die Frage hochfahren, dann könnt ihr auch, wie gesagt, es hier in dieser Sendung kommentieren. Also wir nennen uns, Größe ist nicht alles, die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist und im Herzen und im Verstand. Judas Zitate, also, wieso hat Marvel gesiegt und dann auch noch so hoch, ist Star Wars zu alt geworden? Die Antwort war klar, wie gesagt, Daniel Geisinger hat die Antwort in der Community gegeben und hat gesagt, wo er recht hat, es war eine Vielfalt, war ein Infinity War aus der Galaxie, ja, mit Grooch und The Star Wars, ja, Hulk, Black Panther ist ja auch gut angekommen, habe ich gehört hier, ne, ich sag ja, im April war hier richtig was los. Manchmal frage ich mich, soll ich die Sendung Marvel Star Wars, Übergang Disney, weil dann hätten wir auch eine ganze Vielfalt, dann könnte ich auch eine ganze Vielfalt hier ansprechen. Ich könnte die Hulker, die Panthers, Captain Americas, also die Vielfalt, Spider-Man, Galaxy, die ganzen DC-Leute, die ganzen Marvel-Leute könnte ich jetzt hier aktivieren. Ja, stimmt, könnte ich. Nein, wir bleiben bei Star Wars Communities bei uns mal. Eine kleinere Gruppe, wir sind eine kleine Gruppe, wir haben eine kleine Zuschauerzahl, die wir gerne verwöhnen möchten. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn die anderen mal aus dem Quark kämen, ja, lauter werden und sprechen. Bin zwar der Moderator, aber ich würde mich freuen, wenn ich die Bälle an mindestens drei Personen übergeben könnte, die drei Personen dann in der Sendung, dann in Britisch, Japanisch, Italienisch, es dann also
in die Welt hinausbringen würden. Sollte, wie gesagt, diese Sendung mal so toll sein, dass sie in einem Regionalprogramm laufen, das hatten wir ja auch schon mal. Okay, kriegen wir hin. Ja, reden wir dann. So, wie gesagt, eine Antwort ist schon da. Ich habe die erst heute Morgen gestellt, knapp vor 2 Stunden habe ich diese Frage gestellt. Und wir sind ja nicht immer alle online. Meiner einer ist online, berufstechnisch. Ich habe da auch gerade eine Anfrage. Ja, ich habe eine Anfrage von Yasushi. Ne? Yasushi ist ja auch ein Moderator. Und der hat natürlich sehr viel geschrieben heute. Beim Gucken. Also er versteht, dass Marvel viele einzelne Heroes hat, welche eine bestimmte Fanbase aufgebaut hat. Jetzt alle in einem Film zu vereinigen, das packt natürlich die Fans. Das ist natürlich ein Hit für alle Fans. Somit haben die ihre Helden, alle Helden, auf einen Schlag gehabt. Wir haben halt nur unseren Darth Vader, unser Maul. Ja, einige Jedi, einen Obi-Wan, Kenobi. Ja, das ist ein bisschen wenig. Hat er recht. Ja, ja, Yoshi hat recht, indem er das sagt. Weil Daniel Geisinger sagt es auch. Wir haben gepunktet, weil alle Stars auf einen Schlag da waren. Und haben da gegen einen neuen, der auch sehr bekannt war, gekämpft. Und aus Sicherheitsgründen sage ich, spreche ich jetzt nicht über den Film, weil ihr habt ja immer Angst wegen Spoiler. Also, wir haben unseren Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon Jinn ist schon weg. Wir hatten unseren Yoda, der ist schon weg. Wir hatten unseren Luke Skywalker, der ist schon weg. Ich höre jetzt auf, weil die sind alle weg. So, Han Solo hat ja nochmal Glück, dass er nochmal new aufgestanden, als junger Spund auch im Krieg war. Uns den Krieg gezeigt, wie sie sich da kennengelernt haben. Und dadurch auch Outlawed wurden und so weiter und so fort, ist klar. Ist so ähnlich wie Firefly. Firefly war ja auch im Krieg. Ja, eine Generälin, ein General sozusagen, die beiden hatten sich geschmiegt, sind gute Freunde geworden und haben bei Firefly dann, bei Serenity dann reichlich gemacht. Ja, so ungefähr. Ja. Jetzt gebe ich Antwort, ich trinke ein Käffchen, verabschiede mich, weil viel ist nichts zu sagen. Das war eine Laudatio, ein Dankeschön an den April. Ein Dankeschön an die Kunden. Ich hatte ja auch gerade schon sehr lustige Kunden gehabt. Also der Tag ist schon lustig angefangen, aber auch schon lustige Beiträge, gute Beiträge, die auch beantwortet wurden. Und ich singe jetzt nochmal, es muss was Wunderschönes sein, ein Marvel-Fan zu sein, es muss was Wunderschönes sein, ein Star Wars-Fan zu sein. Es muss was Wunderschönes sein. Ja. Okay. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. So, wir haben jetzt Mai, meine lieben Freunde, die Sonne lacht auch, ein bisschen kühl, aber ich setze mich gleich in die Sonne, werde jetzt gewisse E-Mails beantworten und dann stimmt es. Ne? Wir haben nicht viele Stars, wir haben nicht viele, die wir mögen, hier die Kiddies mögen nur den Saber-Kampf, also müssen wir mindestens eine Saber-Trilogie machen, um diese hier, um diese Saber-Leute, die da nur mit den Kämpfen am beschäftigt sind, da die Choreografien machen, und auch auftreten, dass die Begierde haben. Ja, Star Wars ist natürlich für diesen wunderschönen April bei Yasushi und bei Marco. Die beiden waren ja auch hier. Und bei Marcel, den jungen Mann, der kommt auch zwischendurch, wenn er Zeit, Laune. Er musste sich halt entschuldigen, weil er einigen Blödsinn da von sich gegeben. Und dann ist egal. Das war der April. Hurra. Also der April war spitze. Der April hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht's halt an die Sendung, die ab Mai produziert werden soll, wo ihr auch Spaß haben sollt. Ihr könnt bei YouTube unten reinschreiben oder natürlich bei Facebook. Macht natürlich mehr Sinn, weil bei Facebook wird das eingearbeitet unter die Gruppe, Facebook-Gruppe Star Wars Community Wohnzimmer. Ich unterhalte mich gerade, wie gesagt, mit Marco und mit ja, Sushi, und beide sagen, dass auf der einen Seite jetzt so eine Art dunkle Macht entsteht. Also die Dunkelheit bei Star Wars ist ein bisschen am Wachsen, weil die haben sich gespaltet, die Helle und die Dunkle. Und das ist halt so. Ja, bei Marvel ist momentan der Hype. Und da müssen wir gucken, dass Han Solo diesen Hype ablöst. Und bis dahin sage ich,
die Sendung kommt. So, jetzt sind wir im Mai, da habe ich auch schon so ein Schreiben bekommen hier, Datenschutz, der europäische Datenschutz klatscht ja rein und so weiter und so fort. Man kann jetzt hier nicht einfach Werbung machen und was weiß ich nicht alles, so einfach ist das alles nicht mehr. Und jetzt frage ich mich, soll ich jetzt hier Werbung machen? So eine Antwort muss ich mir überlegen, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich brauche keine Werbung. Ich mag gar keine Werbung. Diese Sendung ist auch keine Werbung. Wir wollen Spaß haben. Diese Sendung, deswegen bedanke ich mich bei Yasushi und bei Marco, dass sie mitmachen. Wir wollen zuerst Spaß haben. Wir wollen keine Werbung machen. Wir wollen auch nichts verkaufen. Noch haben wir Zeit für, an dem Tag hier am 25., wenn das startet, europaweiter Datenschutz mit Werbung und was weiß ich nicht alles. Da haben wir, wie gesagt, keine Lust drauf. Und das könnte jetzt hier die Regierung sein, weil, ja, ist die Regierung, die darf ich euch, ne? Handy spielt mal wieder, ja klar. Genau. Bis gleich an die Regierung. Also wir sind hier total vernetzt, Industrie 4.0. Mal sehen. Also hier ist ganz viel Datenschutz. Hier werden auch keine Werbung gemacht. Ich bin ein Gegner von Werbung. Deswegen bin ich da ausgestiegen. Ich habe sehr viel Geld zwar damit verdient, da ging es ja auch noch in den 90ern. Ich stand auch voll dahinter. Hinter alle Games, EA Sport, Kingsoft, Virgin Soft, Bandai und DigiToys, auch wie die alle geheißen haben. Und im Management hat man dann, wie gesagt, von jeder Firma seine 10% bekommen und deswegen war mir egal, ob ihr Sega-Fans seid oder Star Wars-Fans oder Marvel-Fans oder. Das war mir egal in den 90ern. Ich habe jedem Fan das gegeben, was er haben wollte. Grüße, wollen wir es nochmal versuchen? Auf eine Art ist das Datenschutzgesetz in Ordnung, bekommt man nicht mehr so eine Flut von Werbung. Deswegen ist auch bei YouTube eingestellt worden. Jetzt kann man da kein Geld mehr verdienen wegen dieser Werbung. Ja, dann ist ein zu hoher Apparat und dann muss man YouTube nachweisen, dass man von YouTube lebt. Und da ich von YouTube nicht lebe, gibt es da auch keinen Nachweis und deswegen seht ihr auch hier keine Werbung. Ich lebe nicht von YouTube. Und wie gesagt, diese Sendung wird da zwar niedergelegt, weil ihr alle da guckt, an sich bei Vivenco, Daily Motion oder so, aber lohnt sich nicht, oder eine eigene Website. So viele Leute werden hier nicht, da müsste ich eine Hasser-Sendung machen über Hasser. Ne? Warte, ich gebe dem Marco mal entweder eine Antwort. Marco, du hast vollkommen recht, das sieht nicht aus. Das sieht ja auch nicht aus, ja, Marco weiß Bescheid. Richtig. So etwas turned up. Ne? So. Er weiß Bescheid, wir machen auch eine elektronische Geschichte, da dürfte auch zwischendurch mal anwesend sein, so wie jetzt, wenn ich mal einen Smalltalk hier raushaue bei dieser sogenannten Cut-Show. Ne? Ihr seht, wie viele Kunden dann in dieser Sequenz dann nicht unterbrechen und nicht Cut, Cut, Cut machen, wie Marcel, da war hier die Hütte voll. Wie gesagt, da waren hier auch Mexiko und USA vertreten. Ich hatte schon aus Malaysia da. Und den habe ich dann gar nicht verstanden, da war immer ein Dolmetscher. Englisch geht ja noch. Ja, wir haben gerade ein bisschen philosophiert über Star Wars und haben festgestellt, dass Star Wars gehatet und geloved, also beides ist love and hate. Und diese beiden Schilder werde ich auch irgendwann mal ans Fenster kleben. Jetzt schön groß, alles über Han Solo und so weiter. Viele Kunden haben auch gefragt, ey, ihr habt eine Community. Yo, wir haben eine Community. Willkommen im Mai. Willkommen im Mai. Ich begrüße die gesamte Community. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr unten drunter schreibt. Mir ist nur aufgefallen, wenn ich ganz schräge Sachen mache. Dann habe ich sofort was bis zu 500 Klicks oder 1600, wenn ich ganz schräge Sachen mache. Nur ich habe keine Zeit, immer schräge Sachen zu machen, damit ihr Spaß daran habt, wie schräg ich doch rüberkomme. Natürlich könnte ich jetzt, um Star zu werden, so schräg werden, ihr wisst schon, brauche ich gar nicht erklären, bei YouTube und bei Facebook sind so viele Sachen, die so schräg sind, dass sie da Millionen Klicks haben. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, und gestern habe ich da noch einen gesehen, wie ein Bär da so ein Kind auffrisst. Ich weiß nicht, wenn der toll findet, ist in Ordnung. Ich habe sofort weitergeklickt. Nein, danke. Ja, oder andere Sachen, wenn einer da seine Kinder durch die Gegend wirbelt. Ja, schon hat er Millionen Klicks. Finde ich nicht lustig. Also ich möchte lustige Sachen. Am liebsten das Pferd Ed. Sonnesendung oder Väter der Klamotte, Sonnesendung.
Ja, also ich hoffe, ich drücke jetzt ganz fett die Daumen, dass bei Star Wars die Glocken angehen. Stopp, wir müssen Marvel schaffen, ja. Und sie wollten ja immer Jurassic Park schaffen, hat ja nicht geklappt. Ja, Jurassic Park müssen wir schaffen oder Avatar müssen wir schaffen. Ja, das sind Filme, hallo Star Wars, da müssen wir ein bisschen mehr machen, um an Avatar oder Jurassic Park heranzukommen. Da muss ich einfach mal klarstellen. So, Marvel sollten Klacks sein, weil Marvel ja jetzt nicht, okay, Infinity War 2 wird sicherlich auch kommen. Dann ist dann da auch wieder. Ich bin kein Fan. Ich überlege immer, was biete ich meinen Fans? Muss ich gucken. Weiß nicht, was ich so biete. Also wie gesagt, Marco, du hast vollkommen recht, das Bild ist abturnend. Und deswegen trinken wir jetzt erstmal ein Käppchen. Hallöchen! Richtig, diese Sendung ist Vielfalt. Das heißt, wir können live schalten, live sprechen. Wir können auch so, ich spreche, weil ich gerade am Arbeiten bin, kann ich, sind die Sachen ja hier eh scharf geschaltet, dann auf seine E-Mail eingehen. Ja, Yushi oder Marco oder Steffen Karl Weinsbach, weil ich ja, habe ich ja den Monitor hier rübergezogen, weil er da über seine Sache gesprochen hat, um an seine Sachen zu kommen. Er kann sich glücklich schätzen. Trump hat jetzt das Embargo. Europa ist zwar verärgert, aber er hat das Embargo. Macht er nicht, zieht er nicht durch. Er kann immer noch für 1000 Euro da. Also ich hätte aus Japan, ich hätte es aus Spanien bestellt. Spanien wollte dann 1200, aber ohne Zoll, ohne alles, Europa, aus also richtiges Leder. Ich überlege mir, ob ich diese 1200 Euro investiere und mir auch so ein Riven besorge, obwohl ich da nicht alles brauche, weil die Maske habe ich ja schon und ich habe ja an sich alles, aber diesen Wams, vielleicht besorge ich auch nur noch den Wams, das ist diesen echten Lederwams, oder lassen wir machen, den echten Lederwams und hier so Stahlmanschetten kann man sich ja auch machen lassen. Ja, das geht. So, das war's. Ich habe mich bedankt für den April. Ich habe mich gerade mit Marcel und Yayushi unterhalten. Das reicht jetzt erstmal. Ist der zweite Tag im Mai. Das ist das erste Mai-Video als Videoclip Cut Motion. Cut. Ich hätte also heute ein bisschen mehr Glück, vorab schon mal zu sprechen. Ich will euch nicht gehen auf den Keks, sondern ich nehme mir einen Keks. Ne? Ich werde nämlich hier von meinen Kunden versorgt, deswegen kam ich jetzt gerade da drauf. Und auch solche Kekse bekomme ich zwischendurch von meinen Kunden. Finde ich nett. So, ihr sollt eine tolle Atmosphäre hier erhalten. Es soll eine tolle Atmosphäre werden. Ich teste, wie gesagt, den Beamer, vielleicht heute schon. Ich habe noch keine Zeit dafür gefunden, haben ja extra dafür besorgt für 4.500 Ansilum. Haben mich also auch schon eines neueren Beamers, ich weiß, ich könnte einen Beamerhandel aufmachen, aber ich teste sehr gerne Beamer und wenn die nicht so teuer sind, dann kaufe ich sie sofort. Man kann ja genügend hier einsetzen für irgendwelche Special Effects. Da ja jetzt jedes Jahr ein Star Wars kommt und Marvel jetzt auch so ein bisschen Hulk, kann ja sein, dass ich für meine Kunden dann hier bei den großen Hulk da in das Schaufenster kommen lasse. Das kann man wunderbar mit einem Beamer machen. Und es gibt auch Spezialsoftware, die man mir auch so auch schon angeboten hat. Vielleicht für Halloween kann man mit einem Spezialbeamer dann echte Geister da in das Schaufenster reinpacken. Das sieht verdammt gut. Oder in so einen Spiegel rein oder in so ein Schaufenster rein. Oder auf eine Hauswand und mit 4.500, 5.000 Ansilum ist das schon machbar. Dann hat man auch bei Tageslicht eine gute Leistung. Ein guter Projektor hat 8.000 bis 8.500 Ansilum, weil das ist schon zu hell. Aber ich habe hier getestet, ich habe auch hier mit dem Kleinen hier, der 2000 Ansilum, geht also auch, da kann man hier, oder könnte man hier auch gucken, auf der kleinen Fläche, bei der Helligkeit könnte man jetzt hier auf 10x10 cm, oder wenn ich mal eben gucke, hier so ein 1 Meter mal 1 Meter, könnte man auch gucken, würde gehen. Ne? Wenn man eine gute Soundquelle noch dabei packt, macht dann noch mehr Spaß. Ne? Ja, das war's. So. Wie gesagt, Dankeschön. Dankeschön für die Kekse. Dankeschön für die Besuche. Dankeschön für die Monologe, Dialoge mit Yayushi und Marco, mit den ganz anderen hier, Stefan, Klaus, Phil, Marcel, Thorsten und Thomas. Ja, das war der April.
Jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich ja jetzt schon ja, Sushi und Makro gehabt im Mai. Ja, meiner einer ist ja immer da. Und ganz viele Kunden schon. Ganz viele Kunden schon. Aber keine Star Wars-Kunden, auch keine Marvel-Kunden. Nein. Alles nur normal. Ich mach nochmal an, der Darth Vader-Helm kommt Ende des Monats, am 30. April, Schwachsinn, 30. Mai oder 8. Juni, habe ich gerade bekommen. Ich habe diesen Take nochmal aufgemacht, weil ich hiermit wirklich virtuell und real nochmal den Yasushi und Marco, Yasushi und Marco, Quata und Nakanishi, begrüßen möchte. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr mitmacht. Wir haben also Japan, Italien und Deutschland. Und jetzt suche ich halt noch irgendeinen Engländer oder Amerikaner, also der hier lebt, hier vor der Haustür sozusagen und mitmacht. Dann könnte man nämlich so ein Buchquartett ausmachen. Ihr kennt das ja, Reichsranitzky, ich wiederhole mich nochmal. So ungefähr, man hat also einen Film, eine Sendung über einen Film, den wir dann auseinandernehmen. Jeder schaut sich diesen Film an oder wir schauen uns den gemeinsam nochmal an. Darin werde ich nämlich heute auch testen. Und jetzt Marco. Klar, oh. Machen wir. Können wir nichts. Logisch. Ich sagte ihm gerade, er soll beide Hände am Steuer halten, weil er Auto fahren muss. Ja, und dann zwischendurch hier eine E-Mail beantwortet. Also mit euch macht das sehr viel Spaß, Marco und Yasushi. Also wie gesagt, ich suche noch einen Engländer, Amerikaner, Mexikaner, egal. Der wirklich Lust hätte, jetzt hier mitzumachen. Am besten wäre natürlich, wenn er hier vor der Haustür wohnt. Ich bin waschechter und wir könnten dann auch, wie gesagt, die Sendung dann zwischendurch so, genau, da wird kurz für Japan übersetzt, dann für England, also den englischsprachigen Raum, den japanischsprachigen Raum, den deutschen Raum. Das wäre auch nicht so schlecht, das hätte, würde auch Spaß machen. Und schauen wir mal. Also wie gesagt, ich plane die Sendung, ich denke sie mir aus. Am liebsten, wie gesagt, so ein Quartett. Cool. Na? Weiß ich doch. Also auf Marco kann ich zählen. Marco steht voll und ich stehe auch voll hinter Marco. Und wir kriegen das hin, weil Marco wohnt hier in der Ecke. Das sind 11 Minuten, die er fährt. Dann ist er hier. Und mal schauen. Ah, es gibt hier noch einige Planungsobjekte, weil hier steht so viel zur Verfügung. Wir können so eine tolle Geschichte machen, dass ihr wirklich, weil ihr seid Star Wars, mittlerweile seid ihr auch Marvel, ihr seid Hasser, ihr seid die Lovers. Also wir können also Hass und Lovers, also wir haben hier so viel Potenzial, meine Freunde, hier ist so viel Potenzial. Nur Figuren verkaufen tue ich nur an gewissen Leuten, an Fans. Ich bin jetzt kein Freund von Figurenhandel, weil ja, Sushi hatte mich gerade gefragt, hast du keinen Onlinehandel, weil er braucht auch einen Helm. Also wir kommen schon hin, also alle, die hier mitmachen, werden schon ihre Sachen bekommen und sie werden es auch verdammt günstig erhalten, also wir kriegen wir schon irgendwie hin. Weil ich habe also genügend Händler zwar, also Großhändler, aber die haben nicht viel. Da muss ich mal warten, weil ich müsste jetzt bestellen, damit ich im Oktober bekomme. Also, nee, ich weiß ja gar nicht, was im Oktober ist. Und ich habe einen, da soll ich mal so 20.000 bis 25.000 Euro hin. Und dann habe ich vielleicht Glück, dass ich dann ein Jahr später die Ware bekomme. Also, das ist so in der heutigen Zeit. Gerade hat auch ein Musikhändler 500 Millionen Schulden insolvent angemeldet. Ein Gitarrenhersteller ist gerade insolvent gegangen, also das ist, nee, deswegen, wenn ich da ganz viel Geld hinschicke und dann kann er nicht liefern und mein ganzes Geld ist weg, da stehe ich nicht so drauf. Ne, nee, das glaube ich dir, also Marco, das glaube ich dir, das sage ich dir vor laufender Kamera, das ist auch so, das bleibt auch so, da kriegen wir hin. Und weil er so ist, werden wir hin und wieder mal hier schwitzen müssen. Weil ich hätte da nämlich einen Raum, der mal irgendwie leergeräumt werden müsste und zu zweit macht es mehr oder zu dritt macht es sogar mehr Laune, mehr Spaß, diesen Raum anzugehen. Ich so Pappe, die weg müsste, aber da reden wir drüber. Alles klar. Mache gerade einen Clip darüber, das schreibe ich dir gerade. Muss mal aufpassen. Aha. Bescheid.
Ah, weißt du Bescheid, alles live hier. Ne? Also ich denke mal, Wiki sieht eine tierische, tolle Sache aus. Jetzt muss ich nur an den elektronischen Blog, ich muss ja auch arbeiten. So, Marco. Und ja, Sushi hatten sich ja vorgestellt. Und wenn meine Sachen, die ich da gemacht habe, jetzt auch, ne, sind die ja hier mal eben kurz am Leuchten. Ja, Hallöchen. Hallo. So, Marco und meine einer werden sicherlich jetzt richtig loslegen. Wir haben uns gerade abgesprochen für Samstag hier. Wir wollen richtig Studio bauen, wir wollen richtig da Sachen machen. Vielleicht sind auch irgendwann mal Live-Zuschauer dabei und so weiter und so fort. Das ist eine Community, eine Star Wars Community. Natürlich hat Marvel momentan die Nase vorn. Das weiß ich aber auch gerade mit ihm gesprochen, das und so weiter. Ich wollte aber zeigen, worum es geht. Es geht ja, wie gesagt, um Star Wars und ich mache hier mal wieder so eine schöne Sache auf. Ich mache auf, ich weiß nicht, was drin ist. Wow, gut. Ach ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut rüberkommt. Ich habe mir nämlich da was bestellt. Ich weiß nicht, ob ich reinpasst. Werde ich aber anziehen. Da ist was drin und zwar ein T-Shirt. Stückchenweise schon mal gebraucht, aber egal. Solange es nicht dreckig ist, ist das ja in Ordnung. Bei Amazon weiß man ja nie. So, denn ich habe da was vor. Ne? Im Notfall kriegt die Puppe dann an, wenn ich also da nicht reinpasse. Ich habe ja schwer abgenommen. So, das sind meine neuen T-Shirts. Ich merke schon, da passe ich rein. Das sind meine neuen T-Shirts. Sieht aus wie echt. Ne? Sieht aus wie echt. Pass ich rein. Sieht verdammt gut aus. So wird es sein. Ne? Ja, es macht Spaß. Ne? Bestelle mir jetzt noch Darth Vader. Und wenn der Darth Vader hinkommt, werde ich dann das auch anziehen. Darth Vader. Es gibt noch andere T-Shirts hier. Ne? So verschiedene T-Shirts. Ja, sieht schlicht aus. Gefällt mir. Gefällt mir jetzt schon, ist so ein Jersey-Stoff. Da jetzt über 30 Grad werden soll und so. Macht doch richtig Spaß, das anzuhaben. Ich möchte mal gerne wissen, was die Kunden dann dazu sagen. Den Werben. So, Amazon hat die Preise erhöht. Ich frage mich manchmal auch, warum ich Business-Kunde bin, wenn ich hin und wieder die Ware überhaupt nicht bekomme. Das habe ich denen auch gefragt. Weil, wie gesagt, ist teurer geworden, das Ganze. So, damit ihr noch was seht, mache ich das hier weg. Ich schieße mich so ein bisschen ein auf Kabuki. Kotobukiya. Jack Pacifics, die großen Figuren. Also die Sendung soll richtig lustig werden. Wir werden also die Filme auseinandernehmen. Wir werden die anderen Sachen auseinandernehmen. Ich bin schon mal stolz drauf, dass ich schon mal so ein T-Shirt habe. Ich werde wohl die anderen beiden jetzt gleich auch nachbestellen. Dann renne ich hier rum als Darth Vader, als Han Solo und dann vielleicht hier nur wieder mal als R2-D2 oder halt 3PO. Die T-Shirts sind nicht schlecht, kann ich empfehlen. Kosten um die 50, sagen wir mal um die 30, 40 Euro, je nachdem wo ihr die bestellt. 100% Star Wars. Größe L, hätte nicht gedacht, weil ich brauche an sich XL, aber ich merke schon, ich passe da rein. Ich passe da ganz dicke rein. Und es wird sicherlich sehr lustig ausschauen. Denn so gehe ich ins Kino, freue mich jetzt schon drauf. Wie gesagt, die anderen T-Shirts werde ich mir auch holen. Ne? Die anderen T-Shirts werde ich mir auch holen, weil so gehe ich jetzt ins Kino. Da kriege ich nichts. Werden wir auch ziemlich viele Sachen jetzt holen zum Anziehen. Star Wars-mäßig. Wird jetzt hier richtig Star Wars-mäßig einen Raum fit machen, nur mit Star Wars. Im Notfall, wenn einer Star Wars kaufen will, kann er in den Raum und so weiter. Es sind auch Kameras, es wird überwacht. Ihr könnt da nicht, ne, hier sind überall Kameras, also wir sehen schon, was ihr damit macht, mit den Figuren oder, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Das muss nicht sein, Spaß soll haben und so weiter und so fort. Ja, Marc sagt das auch. Wir fragen uns auch gerade, wann lässt das alles wieder nach da mit Marvel? Marvel ist Hype, Hype, Hype. Marvel ist ohne Ende. Aber da ich hier, wie gesagt, in einer
freien Zone bin hier. Die Preise sind viel zu hoch. Ich meine, so ein T-Shirt hier fast 49,95 kauft keiner. Jedenfalls nicht hier. Figuren auch nicht. Ich habe nur meine Stammkunden, die hier ihre Sachen holen, die auch immer dibbern. Ja, was hast du denn? Was hast du denn da? Kannst du nicht mal? Kannst du nicht mal? Wie gesagt, ich kann nicht immer alles verschenken. Das geht nicht. Ich muss auch irgendwie die Miete bezahlen. Deswegen muss ich schauen. Es waren so viele da, die irgendwas haben wollten und nicht wiedergekommen sind, ist klar, weil die Preise viel zu stark sind, weil das sind Unikate, das sind Sachen, die es nur hier gibt, nur einmal gemacht, von einem Künstler, der mir die dann zur Verfügung gestellt hat, den ich natürlich auch bezahlt habe, ist klar. Ja, und sowas werde ich nicht verkaufen, glaube ich. Ja, grüezi! Grüezi! Willkommen in den Mai!